So, hallo, seht ihr mich noch? Ja, packen wir die mal aus. Ganz schöner Kaventsmann, muss man schon sagen. Riesengroßes Teil. Ja, bin mal gespannt. Ich habe es ja auch noch nicht reingeguckt. Bild habe ich hier natürlich schon mal gesehen, aber na, im Original ist das ja dann doch noch mal was anderes, ne? So, seht ihr mich noch? Dann haben wir hier die Styroporverpackung und dann und das Zubehör. Ja, ist schon ganz schön massiv. Das kann schon was, das muss man wirklich sagen. So der erste Eindruck. Also Qualität, so von der Stabilität, ist sicherlich ganz außer Frage. Der vordere Teil mit den USB-Anschlüssen und der Anzeige, die Digitalanzeige. Und hinten die vier Steckdosen, also die 230 Volt Steckdosen, Zigarettenanzünder und die anderen Buchsen. Wie gesagt, stelle ich euch alles noch mal ganz genau vor. Hier geht es dann nur mal um so ein schnelles Unboxing. Was ist noch dabei? Jede Menge Kabels. Genau. Hier ist das Ladekabel für den Zigarettenanzünder. Weil man kann die Box ja auch während der Fahrt ganz normal über 12 Volt laden. Ladezeit ist, glaube ich, so 7 oder 8 Stunden. Gucke ich aber nochmal genauer nach. Und dann hier das Ladekabel, wenn man da ein Solarpanel anschließt, mit den ganz normalen Steckern, die wir ja so kennen. Was haben wir noch? Ja, man kann den natürlich auch 230 Volt laden und das ist halt das super, Entschuldigung, Geile an diesem Teil, ist innerhalb von einer Stunde 80% wieder geladen. Ich habe ja mir vor der Abfahrt nach Spanien habe ich mir noch das neue MacBook gekauft, MacBook Pro. Das ist auch phänomenal. In einer Stunde ist das Ding wieder voll und hat dann 8 bis 10 Stunden Laufzeit. Also die Akkus. Da hat sich schon also einiges getan. Ja, was haben wir noch? Bedienungsanleitung, aber dafür habt ihr ja mich. Und dann haben wir hier noch einen Anschlussplan für das Solarpanel. Ja, das war es so im Wesentlichen. Macht schon mächtig was her. So, dann haben wir noch was. Ja, dreimal dürft ihr raten. Genau, hier ist das klappbare Solarpanel drin. 120 Watt Peak. Gibt auch einen 180er. War mir aber zu groß, muss ich ehrlich sagen. Man muss das ja auch verstauen. Ich habe ja, wie gesagt, nur so einen kleinen Kastenwagen mit 5,40 Meter. Der Detlef hat das 180er Panel. Das ist dann schon ein großer Kavenz. Aber natürlich bringt natürlich auch mehr Energieausbeute. Das ist ja logisch. Ja, aber wie gesagt, ich finde das toll, das 120er Panel. Und das ist ja eine zusätzliche Energiequelle für mich. Ah, ist auf dem Zahlenschloss dabei. Dass wenn man draußen stehen hat, das einem nicht so schnell geklaut wird. Sehr gut. Ja, dann haben wir hier das Panel. Ah, die Saugnäpfe sind auch dabei. Auch nicht selbstverständlich. Na, die haben hier so einen Schraubverschluss. Das heißt, ich kann den hier an den Ösen, kann ich das Panel außen ans Wohnmobil hängen. Sehr gut. Ja, und dann haben wir halt hier den Stecker, um an die EcoFlow zu gehen. Und hier ist das Kabel. Genau, fest verbaut. Ich habe vor, mir verschiedene Kabel zu bauen.
Na, ein Kabel, um die EcoFloat zu laden, ein Kabel, um direkt an die Aufbaubatterie zu gehen und dann noch eine Verlängerung von der Aufbaubatterie zu zwei verschiedenen Punkten in meinem Wohnmobil, dass ich vorne laden kann, hinten laden kann, ohne dass ich das Kabel immer großartig außen irgendwie anbringen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Panel in die Scheibe legen möchte von innen, dass da nicht quer so ein Kabel durchläuft. Das zeige ich euch aber alles noch ganz genau, wie ich das mache. Und dazu ist natürlich dieser Stecker toll, der mir dann ermöglicht, alles schnell und verpolungssicher anzuschließen. Gutes System. Machen wir mal auf. Tun das mal eben wieder rein hier. Die Tasche finde ich auch schon mal sehr praktisch. Ja, und dann ist das Panel. Da ist schon sehr hochwertig verarbeitet, das muss man schon sagen. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ist übrigens alles andere als leichtgewichtig. Also es ist nicht so furchtbar schwer, aber man merkt, da ist Qualität. Ich hatte mal eine Solartasche, die war so ein Billigdingen. Also da war es wirklich so, wer billig kauft, kauft zweimal.